Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die liebe Miss Glitzermaus hat mich getaggt zu dieser 3 Minuten Make-up-Challenge. Und ich hatte schon vorher überlegt, als sie so ein bisschen aufgekommen ist, dass wenn ich mitmache, was für Produkte ich eventuell nehme oder beziehungsweise ob das überhaupt hinhaut. Und ja, und dann hat sie mich auch schon getaggt. Und da habe ich mich natürlich auch gefreut, weil ich mich dann natürlich jetzt auch mit dem Thema auseinandersetzen musste. Und vor allem mit diesen 3 Minuten, ob ich das irgendwie alles hinbekomme. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, ob das irgendwie auch klappt. Und ich würde sagen, es geht auch jetzt gleich los. So, der Wecker ist gestellt und ich drücke jetzt mal auf Start und dann geht's los. Und ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen auch gut hinkriege, so wie ich mir das denke. Es ist fertig. Oh mein Gott. Aber in letzter Sekunde. Ja, Wecker. So. Ich glaube, es ist einigermaßen gut. Ich hatte jetzt gar nicht Zeit, so lange die Wimpern zu tuschen, aber... ja, es geht, oder? Ich glaube, es hätte schlimmer sein können. Oh, gegen Ende war es ziemlich heftig. Also ich sage euch ganz kurz, was ich benutzt habe, falls ihr dann nachfragen möchtet. Also für die Lippen, das habt ihr, glaube ich, gerade eben noch kurz gesehen, habe ich den Cheeky Cherry benutzt, den ich in letzter Zeit total mag. Und auf den Wangen hatte ich Sunbisque von MAC. Auf den Augen als Lidschatten hatte ich auch von MAC Hot Paprika, den ich auch zurzeit mega toll finde. Moment, jetzt geht er nicht auf. Den da... Und der Eyeliner war von Essence. Das Augenbrauenpuder ist irgendein No-Name-Augenbrauenpuder halt. Und
Das Puder, was ich so nach der Foundation auf dem Gesicht hatte, war dieses aus der Let's Rock LE. Und dann ist fertig. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Und die Foundation war von Catrice. Also die Lippen sind ein bisschen da ungenau und da ungenau und da fehlt irgendwie was, aber es ist plus minus, glaube ich, einigermaßen in Ordnung. Lidschatten. Ich habe ja auch keine Base und so aufgetragen, deswegen, ich glaube, irgendwie sieht das, glaube ich, ein bisschen komisch aus. Aber ja, es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, fand ich total lustig. Ich habe gedacht, dass die Zeit nicht so schnell rumgeht, aber die Zeit ging rasend, meiner Meinung nach. Und ja, ich tagge auch noch ein paar Leute und verlinke ich euch unten in der Infobox. Und ansonsten, ja, hat viel Spaß gemacht. Danke nochmal, dass ich mitmachen durfte. Und bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Tschüss.